Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Plugins Programmieren. Heute werden wir auf jeden Fall anfangen, die Joint Quit Listener zu machen. Das heißt, wenn jemand joint, soll etwas Bestimmtes passieren. Zum Beispiel soll er zum Spawn teleportiert werden, er soll Items bekommen, vielleicht einen anderen Namen bekommen und so weiter. Das werden wir heute in diesem Video behandeln. Viel Spaß! So, wir steigen direkt ein. Wir brauchen wieder ein neues Package. Dafür gehen wir hier oben wieder auf unser Hauptpackage. Rechtsklick, New Package. Und das nennen wir jetzt mal Listener. Und da werden wir jetzt unsere ganze Logik mit Eventhändlern reinmachen. Wir fangen an mit einer neuen Java-Class. Und die nennen wir JoinQuitListener. An sich ist es egal, wie ihr diese Klasse nennt. Das ist einfach der Übersichtlichkeit halber, damit wir wissen, hier behandeln wir alles, was irgendwie um das Betreten eines Servers und Verlassen eines Servers geht. So, was jetzt hier eigentlich wichtig ist, ihr müsst hier oben eingeben Implements Listener. Denn es ist ein Listener, der muss von org.bucket.events sein. Wir müssen reingehen. Und jetzt können wir hier unsere Eventhändler registrieren bzw. implementieren. Das machen wir mit @EventHändler. Da. Dann seht ihr schon, das ist jetzt erstmal noch rot, weil da fehlt ihm noch ein bisschen was. Und jetzt schreiben wir unser Event hin, was wir quasi jetzt handeln wollen. Also bearbeiten. Und das machen wir zum einen jetzt das Public Void OnPlayerJoin. Hier, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Das ist einfach nur der Methodenname. Was jetzt wichtig ist, ist hier das PlayerJoinEvent. Das muss hier drin stehen. Und hinten dran können wir jetzt noch Event schreiben, um dem einen Namen zu geben, beziehungsweise müssen wir. Aber was wichtig ist, ist, dass hier das @EventHändler steht und das PlayerJoinEvent. Den Rest könnt ihr hier frei anpassen. Und genau, was machen wir jetzt hier? Wir holen uns jetzt erstmal den Player da raus. Ist gleich event.getPlayer, schlägt uns hier direkt schon vor, das ist super. Das holt uns quasi aus diesem Join-Event den Player, der gerade joint. Und jetzt haben wir letzte Folge ja auch schon den Spawn-Command gemacht. Das heißt, wir können jetzt einfach ein bisschen cheaten und statt ihn irgendwie aufwendig zu dem Spawn zu teleportieren mit irgendwelchen Configs und so, machen wir einfach player.performCommand spawn. Dann gibt der Player quasi, ohne es zu wissen, einfach Spawn ein. Und wird zum Spawn teleportiert. So, jetzt können wir noch ein bisschen Scheiße bauen. Was ich ganz gerne mache, ist vor allem bei größeren Servern die Join-Message abändern bzw. komplett weglassen. Und das geht ganz einfach mit event.setJoinMessage. Und hier als String könnt ihr jetzt reinschreiben, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr es jetzt einfach so lasst, wie ich es jetzt gerade habe, dann würde gar keine Join-Message kommen. Wir können jetzt aber auch hier einfach machen das und Paragraph 7. Also wir haben jetzt hier quasi zwei Pfeile in grün für Join. Da können wir auch ein Plus machen. Vielleicht auch ein fettes Plus, damit es so richtig geil kommt. Er ist gejoint. Paragraph 7 ist ein hellgrau. Und jetzt hier player.getDisplayName. Dann wird da quasi so ein fettes Plus sein und der Spieler, der gejoint ist. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch bei einem PlayerQuit-Event, wenn der Spieler es verlässt. Das heißt, wir machen hier wieder @EventHändler public void on player quit. PlayerQuitEvent. Und da machen wir es exakt genauso. Holen wir uns den Player raus. Das Event.getPlayer. Und jetzt setzen wir die Quit-Message, der PlayerQuitMessage, ebenfalls jetzt in Rot C mit einem fetten Minus auf den Namen. So. Damit haben wir das auch schon. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können hier dem Spieler Items geben. Dafür machen wir uns dann in der nächsten Folge aber erstmal einen Item-Builder, um besser Items erstellen zu können. Wir können jetzt einfach mal testweise hier player.getInventory.setItem 3, also Slot 3 und dann jetzt ein New Item Stack Material.Kompass. Können wir dann später unseren Kompass mitmachen. Was das hier genau macht, das erkläre ich euch alles in einem neuen Video, zum Beispiel nächstes Mal. Genau, hauptsächlich können wir jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen den Spielernamen abändern. Das heißt, wir machen player.setDisplayName, können wir zum Beispiel farbig machen. Wenn er jetzt einen speziellen Rang hat, können wir sagen, okay, du bist jetzt, ja, rot ist eine doofe Farbe. Machen wir so ein Blau, player.getName.
Jetzt wird sein Name quasi als Display-Name blau. Und jetzt machen wir hier noch player.set, player-list-name. Und quasi im Tab abändert. Und das ist jetzt einfach player.get-display-name. Beziehungsweise da können wir auch nochmal einen anderen Präfix davor setzen oder so. Das heißt, wir können jetzt hier noch machen Paragraph A, Paragraph L, A, Paragraph 7. Na gut, das kann man mal einfach ein R für Reset. Und Leerzeichen, der Display-Name hat er jetzt schon eine Farbe. So, und das ist eigentlich jetzt schon unsere ganze Join-Methode. Jetzt müssen wir das Ganze noch registrieren, weil sonst kennt er diesen Listener nicht. Dafür gehen wir in unsere Hauptklasse bei Register. Das ist, glaube ich, derzeit völlig egal, ob ihr das vor den Commands oder nach den Commands macht. Ich mache es gerne vor den Commands. Kann man hier auch noch ein bisschen beschriften. Commands und hier sind dann die Listener. Und hier speichern wir uns jetzt den Plugin-Manager raus. Das ist ein bucket.getPluginManager. Und jetzt machen wir hier PluginManager.registerEvent. RegisterEvents mit S. New join quitlistener, this. Ja, da geben wir quasi unsere Hauptklasse hier an. So, und das war's auch schon. Jetzt starten wir wieder den Server. Und warten kurz, bis das geladen ist. So, dann Tutorial geladen. Connecten auf den Server. Und bam, sind am Spawn und kriegen hier auch direkt schon die coole Nachricht. Gehen wir mal irgendwo anders hin, um das auch zu prüfen. Disconnecten nochmal, connecten, bam, und sind wieder am Spawn. Ju. In der Konsole sehen wir auch hier, dass hier auch das Minus ausgegeben wird, wenn wir disconnecten. Also da kommt nicht die langweilige Disconnect-Nachricht. Im Tab sind wir jetzt mit A und Coaster Freak in Blau. Das heißt, das hat auch super geklappt. Und wenn wir jetzt was schreiben, sind wir auch hier in Blau. Der Chat sieht natürlich noch hässlich aus. Den werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Videos anpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch direkt im nächsten Video wieder, denn ich finde, das reicht für heute. Wir machen das alles ein bisschen kleiner und kompakter, diese Serie. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt Spaß mit dem Nachprogrammieren. Wenn ihr die ganzen Source Codes braucht, die sind alle unten verlinkt. Auf unserem GitLab könnt ihr euch kostenlos einfach runterladen, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Sind nach Folgen sortiert. Das heißt, ihr habt auch immer die richtige Folge parat, wann wir was programmiert haben. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ciao.